Willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Tutorial zu unserem Betonbauprojekt. Und ich möchte in diesem Tutorial zeigen, wie Sie das statische System bestehen, erstmal zunächst aus den Achsen, wie Sie das parametrisiert anlegen können. Ja, wozu braucht man das? Ich habe mal das schon mal so eine Art Endprodukt vorbereitet. Sie sehen jetzt hier unseren Träger, hier die zwei Auflager. Und das ist jetzt komplett parametrisiert. Das heißt, ich kann jetzt hier unter globale Parameter hier, jetzt habe ich die verschiedenen Längen, die Teillängen, könnt ihr jetzt hier zum Beispiel die mittlere Feldlänge von 5 Meter auf mal auf 10 Meter ändern. Und man sieht dann hier, dass sich das Ganze ändert, das Auflager geht mit, der Träger wird größer und so weiter. Genauso könnte ich hier hier vorne die Auskragung verkürzen, ja, von 3 Meter auf 1 Meter. Und sowas anzulegen im Revit, also als Revit-Projekt, das ist im Prinzip Ziel dieser Arbeit, dieses Tutorials. Allerdings werden wir hier nicht das gesamte System aufbauen, also den Träger und die Auflage, das kommt in einem anderen Tutorial. Ich werde hier nur zeigen, wie Sie die Achsen einrichten und die Referenzebenen, anhand deren Sie dann dieses ganze System aufspannen werden. Ja, wir werden quasi ähnlich wie wir es bei den Familien gemacht haben. Wir haben jetzt hier ein System erstmal aufstellen aus Achsen und Referenzebenen. Das wird dann durchparametrisiert, muss man einige Dinge beachten und die spannen dann im Prinzip dann später unsere Auflager und Träger entsprechend auf. Aber das zeige ich dann in einem anderen Tutorial, wie man die Träger und die Auflager anlegt bzw. einfügt, ist nicht Teil dieses Tutorials. Okay, fangen wir in Revit an, das zu modellieren. Ich gehe zunächst hier auf, ich bin hier auf einem Startbildschirm, dann gehe ich hier auf neues Modell, also neu. Und hier haben Sie jetzt die Dachvorlagen, ja, die jetzt hier mit Revit 2020 mitkommen. Und die sind nicht schlecht, aber für unseren konkreten Fall sind die viel zu überdimensioniert. Wir haben hier ein kleines Projekt, ja, einen Träger auf zwei Stützen mit zwei Auskragungen links und rechts. Da brauche ich viele Sachen nicht, die in so einer Dachvorlage drin sind und die müsste ich alle rauslöschen oder die ganze Zeit würde ich die mitlaufen lassen. Das ist natürlich auch ungünstig, macht das Projekt ziemlich groß und unübersichtlich. Deswegen gehe ich mal auf Durchsuchen und wähle einen anderen Ordner aus, gehe weg von Germany, sondern hier auf US Matrix, die finde ich ganz praktisch. Und da gibt es nämlich hier die analytische Vorlage. Ja. Sie können gucken, ob es auch noch was hier bei Generic gibt. Ja, da haben sie auch nochmal ein paar Vorlagen, aber ich fand eigentlich hier die Vorlage ganz praktisch. Hier US Analysis Metric. Ja, da haben sie im Prinzip wenig drin und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Es empfiehlt sich natürlich, wenn man sowas häufig braucht, sich da mal eine spezielle Vorlage anzulegen. Ja, also für Ihre Firma oder Ihre Hochschule oder wie auch immer. Ja, für diese Vorführzwecke nehme ich jetzt mal keine spezielle Vorlage von uns, weil sonst ist es natürlich schwer nachzuvollziehen. Deswegen nehme ich mal ganz bewusst hier eine, die auch verfügbar ist. Und wie gesagt, die US-Libraries, die kann man sich auch bei Revit mit installieren. Ja, also normalerweise lasse ich die US-Libraries eigentlich immer mit installieren, neben den deutschen, ganz einfach, um halt für solche Fälle wie eben jetzt gut gewappnet zu sein. Okay, die nehmen wir jetzt also US Structural Analysis Default Matrix, die werden wir verwenden. Gehen hier auf Projekt und auf OK. Wie gesagt, Sie könnten auch das theoretisch mit jeder anderen Vorlage machen. Sie müssten halt dann nur mehr Adaptierungsarbeiten durchführen. Der erste Schritt sollte sein, das Ganze erstmal abzuspeichern. Gehe also hier auf Speichern und speichere das jetzt hier in meinen Projektordner ab. Da habe ich hier einen extra Revit-Ordner. Hier sind meine Systeme drin. Das wäre jetzt hier das System 2. Das können wir jetzt überschreiben. Gehe auf Speichern und sage ja, das wird überschrieben. Jetzt haben wir das. Jetzt werde ich hier zunächst erstmal noch die Einheiten checken. Das sollte man auch entsprechend machen. Gehe also hier auf Verwalten, hier, dann auf Projekteinheiten und ändere das mal ab. Die Länge in Millimeter ist mir viel zu genau. Mir genügt hier Meter. Und tue allerdings noch einen Zentimeter mit anzeigen, also eine Dezimalstelle nach dem Komma. Das kann ich mal überprüfen, wie sieht das aus hier im Visio. Also hier, das passt genau das, was wir verwenden. Und dann sagt man hier 0 nach dem Komma unterdrücken, wenn keine 0 Ziffern folgen, passt. Einheitensymbol brauchen wir nicht und gehen auf OK. Die Fläche in Quadratmeter, gut, wir haben eh keine Fläche, wir haben auch kein Volumen. Den Rest können wir, glaube ich, ignorieren.
Wer will, könnte jetzt hier noch die Projektinformationen einstellen. Das sind die ganzen Projektmetadaten, wem gehört es, wer ist Verfasser etc. Hier empfehle ich natürlich auch wieder, sich eine Vorlage entsprechend zu erstellen, wo das dann eh schon alles drin ist, weil sie das am Ende von noch leicht adaptieren müssen. Ja, das ist natürlich jetzt die Default-Vorlage, da ist nichts groß eingetragen. Ja, aber das brauchen Sie ja spätestens dann, wenn Sie Ihren Plan erzeugen und diese Informationen dann im Plankopf darstellen wollen. Geht wieder auf Abbrechen. Brauchen wir in dem Fall nicht. Ich habe es noch mit erwähnt. Ja, also normalerweise ist das eine Vorgehensweise. Wenn Sie das zum Beispiel im Baulabor verwenden wollen, also zum Beispiel in unserem Baulabor, wird das dann entsprechend mit unserer Baulaborvorlage dann eingetragen. Für welches Projekt geht es und so weiter. Projekteinheiten haben wir, das haben wir auch. Jetzt würde ich vorschlagen, auch einmal die globalen Parameter schon mal anzulegen. Unser Eingabeparameter, ich blende hier nochmal Visio ein, das sind hier diese Teillängen, die wird das System quasi definiert über diese drei Parameter und die geben wir uns schon mal ein. Wechsel also hier wieder zurück ins Visio und gehe auf neuen Parameter und nenne jetzt L1. Es gibt ja kein Tiefgestell, deswegen nenne ich es einfach nur L1. Und das ist allgemein, das ist Länge, das ist Abmessung, das passt auch. Und bei Quick Info schreibe ich ein, dass das die Länge von Balkenanfang, ist es ein Balken? Nee, Trägeranfang ist ein Träger von Trägeranfang bis Auflager A. Punkt. Kopieren wir uns, das können wir gleich noch gebrauchen. Gehen auf OK. Hier sehen wir jetzt den Hinweis. Und der erscheint dann, auch wenn wir mit der Maus drüber fahren, erscheint jetzt hier unser Hinweis. Ja, immer wenn Sie Kürzel verwenden, hier bei Ihren Parametern empfehle ich immer, diesen Hinweis mit auszufüllen, damit man weiß, was der Parameter eigentlich bedeutet. Ja, jetzt lege ich noch die beiden anderen Parameter an. Das werde ich jetzt hier einfach mal den Film anhalten, beziehungsweise die Aufnahme anhalten und Sie damit nicht langweilen. Das wiederholt sich ja nur. So, jetzt habe ich die Parameter angelegt und auch schon die Werte hier eingetragen, die ich jetzt hier auch in unserem System verwende. Also hier L1, L2 und L3. So, jetzt gehen wir auf OK. Und jetzt werden wir im nächsten Schritt hier erstmal ein bisschen aufräumen und ein paar Sachen rausschmeißen, die wir nicht brauchen. Zum Beispiel hier Tragwerkspläne. Da haben wir hier ein paar Pläne zu viel. Zum Beispiel hier Side. Das brauchen wir nicht, das können wir löschen. Und wir schauen uns mal hier eine Ansicht an. Ansicht Süd. Dann haben wir auch eine Ebene zu viel, die wir nicht brauchen. Uns genügt ja eine Ebene, die schmeißen wir raus. Und natürlich auch die Ansichten, die damit dranhängen. Sagen wir hier, okay, die sollen wir auch mit löschen. Dann haben wir auch schon mal aufgeräumt. Jetzt haben wir hier eine Ebene. Ja, nennen wir sie Level 1. Brauchen wir nicht Level 1 nennen, weil das ist ja eigentlich, macht das unserem, haben wir eh nur ein Level, also macht das keinen Sinn. Was stellt die Ebene eigentlich dar? Das ist eigentlich die XY-Ebene. Ja. Und du musst sie vielleicht so benennen. Ja, das ist XY. Und ja, da brauche ich natürlich nicht sagen. XY. Wollen wir die umbenennen? Sagen wir ja. Und hier können wir vielleicht das auch noch mit umbenennen. Level 1 Analytical. Gehen wir hier auf umbenennen und nennen das einfach XY-Analytical. So. Jetzt haben wir, glaube ich, ja, haben wir, glaube ich, erstmal alles so aufgeräumt und eingerichtet. Und wir wechseln jetzt wieder auf die Draufsicht. So. Jetzt bin ich wieder in der Draufsicht der XY-Ebene. Und ich würde mir jetzt eine extra Ansicht erstellen, wo ich dann die Parametrik eintragen werde. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf diese Ansicht, sage rechte Maustaste und sage hier Ansicht duplizieren, ohne Details und tu die Ansicht umbenennen und nenne die einfach Systemparameter. Parameter. So, und hier empfiehlt es sich jetzt, wenn man jetzt hier dann die Ebenen entsprechend anlegt, hier erstmal den Ursprung zu suchen. Und das muss man nicht machen, aber ich finde es immer ganz praktisch, wenn ich auch in den Systemursprung gehe. Und deswegen gehe ich hier einfach mal auf verdeckte Elemente anzeigen und dann sehen wir hier, das ist quasi der Ursprung aktuell und den würde ich auch gleich verwenden. Deswegen markiere ich mir das hier und sage hier Kategorie einblenden. Oh, das geht nicht nur Elemente. Ups. Ach, hier Kategorie einblenden. Hier haben wir es. Und jetzt ist es immer noch nicht zu sehen.
Das ist seltsam. Ja, um den Ursprung sichtbar zu machen, hier, dann müssen Sie hier eventuell den Architekturfilter aktivieren, je nachdem, welche Vorlage Sie verwendet haben. Ich habe ja die Structural Analysis Vorlage verwendet, deswegen hat er gleich hier sämtliche Architekturgeschichten und hauptsächlich Geschichten hier ausgeblendet. Ich habe es wieder eingeblendet, weil der Projektbasispunkt, der Vermessungspunkt ist natürlich eher was Architekturspezifisches, deswegen war das jetzt ja nicht sichtbar. Und jetzt kann ich hier auf Grundstück gehen und habe ich es einfach mal allgemein angehagelt, auch den Rest. Hier normalerweise brauchen wir nur den Projektbasispunkt und den Vermessungspunkt. Ja, die beiden Sachen brauchen wir. Den Rest können wir von mir aus auch wieder ausblenden. Also die zwei Sachen wollen wir sehen und gehen auf OK. Und jetzt ist hier unser Projektbasispunkt und Projekt Vermessungspunkt entsprechend sichtbar. Die verwende ich jetzt. Man muss das nicht so machen. Es ist im Prinzip auch nicht null. Man kann das auch ignorieren. Ich finde es allerdings praktisch, jetzt gleich vom auch den internen Ursprung für meinen Ursprung mit zu verwenden, beziehungsweise mich dort an diesen dran zu hängen. Wer weiß, ob du das am Ende nochmal gut ist. Ja, und deswegen nutze ich das jetzt gleich. Ja, es ist kein großer Aufwand und man behält sich halt die Möglichkeit vor, da eventuell dann vielleicht davon in der Folge noch zu profitieren. Jetzt mache ich erstmal kurz ein bisschen Platz hier links, rechts. Ja, markiere das jetzt hier und gehe auf Verschieben und schiebe jetzt hier mal das Symbol für die Ansicht raus. Beschränken habe ich aktiviert, damit das in derselben Höhe bleibt und habe jetzt hier ein bisschen Platz gemacht. Den Rest lasse ich erstmal so. Das tue ich danach ausrichten und erzeuge mir jetzt hier meine Systemebenen. Normalerweise sind das Achsen. Ja, wenn wir mal schauen, im Visio haben wir sind ja eigentlich hier nur, haben eigentlich nur ein 1D-System, wenn wir so wollen. Ja, ein eindimensionales System, das wir jetzt hier darstellen wollen, streng genommen, vom System her betrachtet. Ja, aber in Wirklichkeit arbeiten wir an Revit 3D. Deswegen, wenn wir jetzt hier im Visio im 2D von Achsen reden, reden wir im Revit von Ebenen. Ja, das muss man ein bisschen mit beachten, weil das läuft dann quasi im 3D. Ja, das werden wir jetzt hier aufbauen. Ja, unsere entsprechenden Achsen. Da haben wir quasi hier eine Achse. Ja, dann hier eine, hier, hier und zum Schluss noch am Ende auch noch eine Achse, die das System begrenzt. Ja, und innerhalb dieser Achsen werden wir dann unser System später aufspannen. Also unsere Systemelemente. Das wäre in dem Fall eigentlich nur den Träger und die Auflager. So, machen wir das hier mal. Legen wir die Achsen an. Ich gehe jetzt hier auf Architektur und finde jetzt hier zwei Möglichkeiten, entweder mit Referenzebenen zu arbeiten oder mit Raster. Man kann das mit beiden machen, entweder mit Referenzebene oder mit Raster, aber man sollte das nie mischen. Ja, am Anfang habe ich das gemischt, aber das ist eher ungünstig, weil also wenn Sie jetzt keine Parametrik hätten, könnten Sie es mischen. Ja, wenn Sie da parametrisieren wollen, kriegen Sie Probleme, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Raster an der Referenzebene parametrisch hängen wollen oder so. Das hat nicht funktioniert. Ja, da gibt es wohl irgendwie gar Konflikte. Deswegen mein Tipp, entweder Sie entscheiden sich für Referenzebenen oder für Raster. Ich entscheide mich jetzt hier für Raster, gehe also hier auf Raster und erzeuge mir jetzt hier eine Rasterlinie, die hier genau im Ursprung anfängt. Hier für meine, das soll meine X-Achse darstellen und das ist normalerweise dann meine XZ-Ebene. Tue ich gleich beschriften, gehe hier rein, nenne das einfach XZ. So. Und das wäre jetzt meine X-Achse. Ja, ich bin jetzt noch Draufsicht. Also die dürfen nicht vergessen, dass ich jetzt noch Draufsicht arbeite. Ja, das soll man immer wieder. Ich bin jetzt, arbeite nicht in dieser Ansicht, sondern quasi in der Draufsicht. Und deswegen ist es jetzt keine X-Achse, sondern eigentlich eine XZ-Ebene. Ja, du kannst jetzt hier diese Ebene hier darstellen, ja, die diese Z und die X-Achse miteinander aufspannen. Die fixiert, wenn Sie so wollen, meinen Träger in der Y-Richtung. Jetzt machen wir hier diese drei Ebenen, die übrigen. Gehe also hier nochmal auf Raster und erzeuge jetzt hier eine für meinen Ursprung. Und die nenne ich auch gleich entsprechend. Wie wollte ich das nennen? Das wäre jetzt die YZ-Ebene, YZ. Und die definiert mein Systemanfang. Also ich nenne das mal SA. Schreibe ich auch entsprechend rein.
Und gehe jetzt hier auf rechte Maustaste, ähnliches platzieren. Und mache jetzt hier die anderen Ebenen. Und zum Schluss diese hier. Benenne die noch entsprechend. Das wäre A. Auflage A, wenn man so will. Das wäre B. Und das wäre auch wieder eine YZ-Ebene. Allerdings wäre das dann Systemende. SE. So, die ziehe ich hier nochmal ein Stück runter. Komme ich jetzt hier ran? Das war ganz schwer, weil der Punkt jetzt hier ist. Ist nicht so schlimm, ich kann ja den Punkt wieder ausblenden. Jetzt habe ich ja, ich habe mir jetzt quasi hier ausgerichtet. Oder? Na, komm, leider. Doch, hat geklappt. Ja, konnten doch auswählen. Und hier. Fertig. Wichtig ist, das hier noch zu fixieren, weil die bleibt ja immer gleich. Ich klicke jetzt hier die Ebene an, ja, oder die Rasterebene, wenn wir so wollen, und fixieren das hier, weil die soll quasi immer gleich bleiben. Das ist ja unser Ursprung. Und die auch, die untere, diese hier. Tun wir auch fixieren. So, das heißt, wenn wir das dann später parametrisieren, dann bleiben die beiden gleich und die anderen ändern dann halt in eigentlich nur in X-Richtung hier immer den Abstand, immer ausgehend zum Ursprung. Ja, normalerweise bräuchte man die nie wirklich, nee, also nicht wirklich fixieren, weil in der Richtung ändert sich ja nichts. Ja, aber weil das System ja nur eindimensional in X-Richtung ist, wird man hier das Ganze auch noch in Y-Richtung aufbauen. Ja, dann wäre es dann zweidimensional, dann müsste man das dann schon fixieren. Ja, jetzt können wir es machen, müssen wir aber nicht. Ja, ich habe es mal mitgemacht, damit das, man soll immer das Koordinatensystem möglichst fixieren. Ja, deswegen habe ich es mitgemacht, auch wenn es jetzt in dem Fall nicht notwendig wäre. Wichtig ist nochmal kurz hier eine Kontrolle, das nochmal auf uns ein bisschen zu veranschaulichen. Dazu gehe ich ja mal nochmal in die Südansicht. Und Sie sehen, jetzt erscheinen ja auch unsere Ebenen. Ja, hier sind sie jetzt. Und ich tue jetzt noch ein bisschen ausrichten. Also das ziehe ich jetzt hier raus. So, das können wir noch ein bisschen ranschieben. Und wir können auch hier die nach unten ziehen. Das geht jetzt nicht, weil die eine hier fixiert ist. Tun wir mal kurz die Fixierung aufheben. Und dann können wir jetzt hier das nach unten ziehen und wieder fixieren. Und das wäre jetzt hier unser System. Das wäre entspricht im Prinzip jetzt unserer Darstellung im Visio. Ja, die Südansicht wäre jetzt eigentlich wirklich hier diese Darstellung. Ja, natürlich ein bisschen an anderen Elementen, aber das wäre jetzt normalerweise 1 zu 1 jetzt hier die Darstellung, wie wir es im Visio verwenden. Dann später. Ja. Checken wir nochmal die Ebenen im 3D zur Kontrolle. Also Sie können das auch im 3D so ein bisschen visualisieren mit einem leichten Trick, um Ihnen vielleicht das Verständnis zu erleichtern. Gehe ich dann nochmal in eine 3D-Darstellung. Und wenn Sie hier auf Architektur gehen, dann auf Arbeitsebene anzeigen, dann können Sie quasi sämtliche Ebenen, das können entweder Raster sein, also Rasterebenen oder halt hier Grundrissebenen, ja, also die für die Höhe verwendet werden. Ja, also diese hier. Ja, diese hier, die wir verwenden, das sind diese Ebenen. Ja, die sehen wir jetzt auch hier. Ja, oder halt auch Referenzebenen. Ja, die kann man halt als Arbeitsebene verwenden, sofern Sie die vernünftig beschriftet haben. Dann, wenn Sie auf Festlegen gehen, erscheinen die hier in dieser Liste. Das sind hier die Ebenen, die wir angelegt haben. Sie sehen, das ist hier eine Ebene. Das ist hier das hier. Ja, das ist, was wir da ganz am Anfang gemacht haben. Also die Höhenebene, die dann auch als Grundrissebene verwendet wird. Und dann haben wir die restlichen sind also alles Rasterebenen. Jetzt kann ich ja sagen, okay, zeig mir mal hier den Anfang vom System als Arbeitsebene. Dann kann ich sehen, das wäre hier YZ Systemende. Ja, Systemanfang wollte ich haben. So, wo ist das Systemanfang? Ja, das geht von Ost nach West. Ja, werde ich dann nochmal zeigen. Das heißt, das müsste jetzt hier irgendwo liegen. Ja, gehen wir auf OK. Ja, und da ist es auch. Das System spannt sich von Osten nach West. Schauen wir nochmal hier in die Draufsicht. Dann kann ich es auch nochmal zeigen, was ich meine. Wenn Sie hier sehen, Sie, das ist hier die. Ah, nee, das geht von West nach Ost. Entschuldigung, das ist ein bisschen anders. Das geht jetzt hier von West nach Ost. Also so baut sich das auf jetzt. Okay, weil ich von diesem Ursprung hier aus gemacht habe. Also von West nach Ost. Ja, ist nicht ganz wie die Sonnenrichtung, aber das kann es ja egal sein hier. Diese Richtung baut sich unser System aus, also eine West-Ost-Ausrichtung. Und
dann müsste jetzt, wenn das West-Ost-Ausrichtung ist, dann müsste das Systemende jetzt hier irgendwo liegen. Probieren wir das aus. Ach so, noch kurz die Ebene. Und das ist, also das schauen wir hier, wenn das hier unsere X-Achse geht, quasi von West nach Ost, ist das hier X. Das wäre Y, ja. Und folglich ist das eine YZ-Ebene. Ja, ich zeige das nochmal schnell ein, was ich hier meine. Also hier mein Stift. Ja, also von West nach Ost geht die X-Achse. Also so, das wäre X. Das wäre dann von Süd nach Nord, ist die Y, die Quatsch, ist die, ja, ist die Y-Achse, richtig? Ja, von oben nach unten, von unten nach oben ist die Z-Achse. Das wäre Z, ja. Folglich ist das jetzt hier, ist diese Ebene, ist quasi eine YZ-Ebene, ja. Das wäre jetzt hier eine YZ-Ebene. Ja. Gut, oder ZY-Ebene, ja, oder also YZ-Ebene oder so ähnlich, ja, wie Sie es benennen wollen. Und jetzt machen wir mal hier eine andere Ebene noch, wie gesagt, die vom System Ende, ja, die müsste halt von West nach Ost geht, jetzt hier hinten irgendwo liegen und kommt auch. Und die anderen sind dazwischen. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Ebene an, die unsere X-Achse symbolisiert. Gehen wir hier rein auf Festlegen. Und das wäre dann hier die Ebene, na, hier ist sie, YZ. Ja, die geht quasi dann in diese Richtung. YZ. So. Na, das haut nicht hin, das ist XZ. XZ, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja. Das ist eine XZ-Ebene. Habe ich YZ genannt? Muss ich mal kurz gucken. Ne, XZ ist richtig. Ich habe so falsch gesagt. XZ ist richtig, ja. Das wäre jetzt die Ebene, also die unsere X-Achse quasi darstellt. So, ich hoffe, ich konnte das hier ein bisschen deutlich machen. Ach so, ich schalte wieder um in 3D. Also ich nehme lieber hier diese Ebene als Arbeitsebene. XY. So. Okay, gehen wir zurück in unser Ansicht für Systemparameter. Hier haben wir das jetzt hier entsprechend angelegt. Und jetzt können wir anfangen, das hier zu parametrisieren. Fixiert ist es. Okay, passt. Das passt auch. Und legen wir jetzt die Parameter an. Gehe also jetzt hier auf Beschriften und finde jetzt hier die ausgerichtete Bemaßung. Bitte nicht mit der verwechseln. Ja, nur ausgerichtet wählen. Und bemaße immer ausgehend von unserem fixen Ursprung. Also hier von da unser quasi YZ, Systemanfangsebene, hierher und kann jetzt auch den Parameter zuordnen. Ich schalte mal auf einen anderen Maßstab um. 1 zu 200 ist eh schon relativ groß. Ach so, verdammt klein. Der Text ist relativ groß. Wir hatten eh schon 1 zu. Ja, wird immer noch kleiner, das wird mir nicht besser. Ja, machen wir es vielleicht so. Ja. Sehen Sie es ein bisschen besser. So, jetzt können wir hier den Parameter zuordnen. Wir haben die ja schon angelegt unter Verwalten. Wo war's? Hier haben wir es eh schon gemacht. Ja, hier. Globale Parameter. Die können wir jetzt verwenden. Gehen also jetzt hier drauf. Dann hier auf Ändern und können jetzt hier sagen, das ist unser L1. So, jetzt tun natürlich jetzt, das System ist natürlich wesentlich kleiner als jetzt hier unser. Es bis da gewesen ist, wird das ein bisschen unleserlich, wenn wir wieder umschalten. Also wieder auf 1 zu 200. Und jetzt machen viele den Fehler, den habe ich auch gemacht, muss ich fairerweise zugeben, dass sie jetzt einfach weiter bemaßen, ja, dass sie einfach sagen, okay, beziehungsweise gleich einfach an durchgehend bemaßen, dass sie sagen, okay, jetzt mache ich jetzt diesen und diesen, ich mache es mal relativ fix, so. Und dann ordnen die einfach die Parameter zu und sagen hier, das wäre dann eigentlich L2. Ja, ist der Schaden, was jetzt hier passiert. Ja, jetzt kommt der hier wieder mit. Ja, jetzt gibt es auch Probleme in Abhängigkeiten. Ja, also so, das kann man leider nicht machen. Das wäre zwar denkbar, ja, aber dann weiß man nie genau, wie soll jetzt die Parameter verändern. Ja, er schiebt jetzt quasi die Linie wieder mit rüber. Ja, wir erinnern uns ja nur, die beiden hier sind fix. Ja, und die ist eigentlich hier noch relevant. Also müssen wir es anders machen. Geht auf Abbrechen und hau das mal wieder raus. Wir müssen also immer
ausgehend von unserem Ursprung bemaßen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder auf ausrichtete Bemaßung und bemaße jetzt von Ursprung, der fixiert ist, hier her einmal und auch noch einmal hierher. So, wenn wir das haben, jetzt können wir die Parameter zuordnen. Den haben wir noch gar nicht. Ja, den haben wir noch nicht definiert, aber den können wir einfach hier einen neuen definieren. Und den nenne ich einfach mal L1,2. Ja, das soll heißen, das geht quasi von, oder nennen wir es einfach LB vielleicht. Ja, nennen wir es LB, ist vielleicht auch nicht schlecht. Und da schreiben wir hier rein, das ist quasi die Länge vom Trägeranfang zum Auflager. Hier meine Maus. So, zum Auflager B. So, gehen auf OK. Das haben wir definiert. Und den können wir schon zuordnen. Den gibt es auch schon. Das ist die Gesamtlänge, ja, von Anfang zu Ende. Das nennen wir L. Ja, dann rückt er den entsprechend ein. Den müssen wir noch entsprechend berechnen. Den haben wir nur bisher nur benannt, aber der Wert ist, passt noch nicht. Gehe also jetzt hier auf Verwalten, dann auf meine globalen Parameter. Hier ist der Parameter, den wir angelegt haben, also Länge vom Trägeranfang zum Auflager B. Und das, oh, den habe ich jetzt schon mal angelegt. Das können wir hier löschen. So, das ist passt. Und auch den Parameter L müssen wir noch entsprechend hier berechnen. Also die machen wir einfach mal. Also LB ist im Prinzip nichts anderes als L1 plus L2. Und der Parameter L ist dann nichts anderes als LB plus L3. LB plus L3. So. Und die Werte muss ich nochmal korrigieren. Ich habe mittlerweile ein bisschen rumgespielt. Das werde ich schon mal schnell ändern. Also hier, das wäre dann 1,5, 6,2 und 3,1. Also hier 1,5, 6,2 und 6,2 und 3,1. Jetzt habe ich es genauso wie in der Vorlage. 10,8, das ist 7,7. Ja, Sie sehen, das gebe ich hier ein. Das sind meine Parameter, die ich ins System eingebe. Und die anderen berechnen sich einfach nur. Ja, gehe auf OK. Und jetzt hat das System entsprechend angepasst. 1,5, 7,7 und 10,8. Und ich gehe mal davon aus, das System wird jetzt nie, ist verparametrisiert, könnte theoretisch jetzt erheblich größer werden. Aber wenn man das jetzt in unserem Kontext verwendet, wird es nie unendlich groß. Das heißt, ich kann es jetzt noch ein bisschen zusammenschieben hier. So. Und auch nochmal diese Ansichtssymbole entsprechend ausrichten. Das können wir noch ein bisschen kleiner machen. Das ist ein bisschen groß geworden hier, die Achsen. So. Und ja, man könnte vielleicht den Maßstab 1 zu 200, ja, können wir erstmal auch so lassen. Und dann können wir hier noch diese Ansichtssymbole entsprechend neu ausrichten. Nehmen wir gleich das ja mit. Und gehen ja auf Verschieben, beschränken das hier, ist aktiviert. Und schieben das dann hier ungefähr so in die Mitte rein. So. Ja, das können wir noch wieder ranschieben. Ungefähr so. Ja, ich denke, das können wir erstmal so lassen. Das wäre jetzt hier unsere Systemparameter. Die werden wir jetzt nochmal testen, durchgehend. Und gehen ja auch wieder auf globale Parameter. Und geben wir mal andere Längen ein zum Ausprobieren und sagen, okay, ich möchte hier eine Länge haben von 2 Metern. Gehe auf Anwenden. Sie sehen, das wächst jetzt hier mit. Das bleibt gleich, wie wir es haben wollen. Hier sagen wir mal 10 Meter hier in die Mitte rein. Und hier machen wir mal 5 Meter. Nur um zu schauen, was passiert. Und jetzt sehen wir, hier haben wir jetzt hier diesen und diesen. Ja, man könnte jetzt hier das Ganze noch, wenn man so will, noch die anderen Parameter, glaube ich, sogar mitlaufen lassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar
Ich schieße das mal ein bisschen näher ran hier oben. Das stört mich noch. Das ist noch ein bisschen unschön. Frau war eigentlich nicht so groß, die ganze Geschichte. So. So. So, jetzt könnte ich hier einfach sagen, Bemaßung bearbeiten, füge noch was dazu. Und sage, ah, das geht so nicht. Nee, das können wir so nicht machen. Das war Unsinn. Das wird nicht funktionieren. Das war jetzt noch alter Reflex, nochmal rückgängig. So. Und zwar müssen wir es einzeln machen, die Bemaßung bei den Parametern. Wir müssen es bei uns ja einzeln bemaßen. Beziehungsweise wir können das schon. Nee, können wir nicht. Wir müssen das wirklich so lassen. So. Und so. Und dann zeigt er uns das. Halt, das habe ich hier falsch. So. Jetzt zeigt er uns dann auch hier wieder die Teillängen an. So. Okay. Haben wir jetzt alles gemacht? Ja. Das durfte eigentlich soweit jetzt passen. Und arbeiten, das ist einfach nur unsere Darstellung für die Systemparameter. Arbeiten können wir dann hier in dieser Darstellung. Und da können wir dann meinetwegen auch hier dann diese Symbolik ausblenden. Dann sieht das eher aus wie in unserer Vorlage. Ach so, etwas gesperrt ist, wieder entsperren. Ne, ist es eigentlich. Ja. Jetzt haben wir es wieder gefixiert. So. Und jetzt sieht das fast genauso aus wie in unserer Visio-Vorlage. Natürlich in der Draufsicht, ja. Und wenn Sie so wollen, können Sie auch hier in der Südansicht das entsprechend dann ausschalten. Hier auch. Ja, das wäre jetzt eigentlich die Ansicht, die in unserer Vorlage wäre. Hier können wir jetzt noch die. So. Und jetzt wäre es im Prinzip fast so wie in unserer Vorlage, ja. Ah, hier, vergessen Sie. Das wollte man ausschalten. So. Okay, ich werde in einem weiteren Video dann zeigen, wie Sie denn dann unsere Bauteile, das sind im Prinzip unser Träger und unsere Auflage, dann entsprechend hier mit zuordnen können und dass die dann quasi über diese Systemachsen dann entsprechend parametrisiert sind. Ja, dass die Länge sich des Trägers ändert und die Position der Auflage. Aber das zeige ich in einem anderen Tutorial.